ziemlich benehmen, fällt mir aber schwer. Weil, Sie haben es gerade gesagt und wir alle haben es ja auch gehört, es geht auch um die Wiederaufnahme unserer Grünzüge. Jetzt haben wir leider, das vermisse ich ja gerade, wir hätten hier eine Karte gebraucht für Andi Bandic, stehe ich doch noch auf. Unsere Grünzüge sind massiv geprägt von Bächen. Die haben hohe biologische Qualität. Und ich glaube, wir alle verfolgen meine Sisyphus-Arbeit nicht nur mit der Politik, sondern auch mit Bürgern und Stadtteilen, warum wir nicht noch eine Querverbindung von A von B nach C wollen. Ja, denn die letzte Diskussion brennt ganz lange Hecke, wo es dann darum ging, warum ist die noch nicht fertig? Warum kann ich immer noch nicht von Ost nach West parallel zur Bergstraße fahren? Und meine Damen und Herren, das ist natürlich falsch. Aber das sage ich ja auch schon, seit Sie mich das fragen. Die Stadt Mahl ist entlang der Schule die Gloria-Bergstraße aufgestellt und so hat sie sich entwickelt, dass unsere Stadtkernchen nach Süden und nach Norden wachsen. Leider doch rein stadtplanerisch keine Logik ab, die jetzt auch noch miteinander zu verbinden, wenn ich einen Hauptader habe, wo es lang geht, nur damit es noch schneller geht. Na, wir reden vom Fahrradfahren. Jeder Fahrradfahrer kommt unbeschadet von A nach B auf dieser Parallele zur Bergstraße. Natürlich nicht jeder Autofahrer, aber ich frage Sie, muss er das? Nein, nein, kann man sagen. Nicht, nein. Aber wir tun es ja trotzdem. Ja, ich führe eine Diskussion in Treber Süd über eine neue Verbindung zur Johannesstraße. Ja, um Himmels Willen, wozu? Mitten über einen naturgeschützten Pass. Ja, und ich werde jedes Mal gegrüßt, wenn ich sage, Leute, das ist ein Auenlandpass. Nein, ich bin ein Siedlungsmensch, der dann nicht sich um die Bürger kümmert. Dann immer am Gegenteil. Wir kümmern uns darum, damit die Bürger einen grünen Zug haben und den Pass benutzt werden. Dann kommt der Seite, wo es kommt, dann kommt der Seite, ich sage es einfach nicht. Und was ich Sie auch bitten würde, mal zu überlegen, ist, wenn wir über sowas reden wie Siedlung, heißt das denn nicht, dass man in der Stadt Qualitäten schafft?